Hab ich euch! Hab ich euch! Wenn er die Kraft des Jubels hat, wo ist dann das Schweine-Miraculous? Eine Visitenkarte? Mit Monarchs Adresse? Cat Coca-Cola, dein Lieblingsgeschmack. In letzter Zeit bist du ganz schön charmiaunt. Träum ich etwa oder hast du mir gerade einen meiner Witze geklaut? Jetzt, da Monarch bezwungen wurde und wir nicht mehr in Gefahr sind, verstehe ich, wieso du Witze machst. Oh, und wieso tue ich das? So kann man zeigen, dass man gerne zusammen ist. Ist das auch ein Witz? Stell den Wecker aus, ich kann den Film nicht hören. Dieses Mal den Flaschenwärmer ganz. Los geht's! Sie sind so süß in diesem Alter. Ich wünschte, sie würden immer so bleiben. Milady, es ist Sonntag. Wir haben alle Zeit der Welt. Wieder? Diese ganzen Mecker werden langsam zu einem echten Albtraum. Cat Noir, das ist ein Traum. Ich weiß, Milady, mit dir zu leben ist der schönste Traum von allen. Nein, du verstehst nicht. Wir sind wirklich in einem Traum. Oh. Willst du sagen, das ist alles nicht real? Nein, Cat Noir, wir müssen aufwachen. Aber ich will das alles nicht verlieren. Ich auch nicht, mein süßes Kätzchen. Also küss mich. Viel Spaß beim Training. Oh, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Wieso ist Marinette so schnell abgehauen? Weil sie keinen Fechtunterricht mit uns hat. Oh. Gefällt dir, was du siehst? Was? Wer? Mein Aquarell. Gefällt es dir? Es ist so, als könnte man durch ihre Augen tief in ihre Seele blicken. So wunderschön. Oh, das Aquarell. Ich meine, das ist wunderschön. Hm. Du wirst Marinette um ein Date bitten. Hä? Aber wieso? Weil du ganz offensichtlich Gefühle für sie hast. Ruf sie an. Nein, das habe ich nicht. Sie ist nur eine Freundin. Du siehst sie an, wie ich mir wünsche, dass du mich angesehen hättest. Ruf sie an. Nein, das ist nicht wahr. Niemand ist so blind wie diejenigen, die sich nicht im Spiegel ansehen wollen. Ruf sie an. Ich soll sie zu einem Date einladen? Wie? Und was sage ich? Wenn deine Gefühle so klar wären, wie du vorgibst, dann hättest du keinen Grund, so zögerlich zu sein. Hey, Leute! Ich habe
Aufkleber für die Band. Ich habe welche mit dem Plattenlabel drauf gemacht und welche ohne. Du rockst, Marinette. Danke. Wir sollten ihr Logo noch nicht verwenden. Die Plattenfirma hat die Verträge noch nicht geschickt. Was soll die kommen? Sag doch sowas nicht, Julika. Produzenten halten ihr Wort. Ja, das hat Bob Roth gesagt. Adrian? 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 Wer hätte das gedacht? Adrian ruft mich gerade an, dann werde ich ganz locker rangehen. Hola, ¿cómo estás, amigo? Gut, schätze ich. Also, Marinette, in den letzten Monaten ist viel passiert. Ich glaube, dass sich etwas an meinen Gefühlen für dich geändert hat. Aber ich bin etwas verwirrt. Können wir uns treffen und darüber reden? Etwas an deinen Gefühlen für mich hat sich geändert und du willst mich treffen? Ich bin im Moment super beschäftigt und... Ich kann mir Zeit nehmen. Wo wollen wir uns denn treffen? Naja, wie wär's denn mit dem Grévin-Museum? Grévin-Museum? Okay, toll, großartig. Ja, das Grévin-Museum. Okay, also dann bis später. Ja! Marinette und Adrien gehen auf ein Date! Yay! Das müssen wir feiern! Legt schon mal los, Leute! Das Grévin-Museum? Ja, wieso? Habe ich was falsch gemacht? Für ein romantisches Date? Du hast gesagt, meine Gefühle wären nicht klar. Und da hast du recht. Etwas hat sich verändert, aber ich weiß nicht was. Es kommt mir so vor, als wäre es passiert, als Marinette und ich im Grévin-Museum waren. Wären wir vom Gips des Schicksals doch nur gemeinsam geformt worden. Glasauge in Glasauge, Wachslippen gegen Wachslippen, umarmt für die Ewigkeit. Es fühlt sich einfach wie der richtige Ort an. Danke für das, was du vorhin getan hast. Ich konnte den Wachs-Cat Noir nicht zerstören, weil ich dich, seit wir nur noch zu zweit und ohne die anderen Superhelden sind, mit ganz anderen Augen sehe. Ich glaube, meine Gefühle für dich haben sich verändert. Ich habe gemerkt, dass ich mit dir Dinge teilen kann, die ich sonst mit niemandem teilen kann. Ich weiß, wie du dich fühlst. Keine Missverständnisse mehr zwischen uns. Wir sind wirklich die besten Partner der ganzen Welt. So einfach ist das. Ich kann dir nicht genug danken. Deinetwegen habe ich endlich meine wahren Gefühle erkannt. Apropos, ich muss los. Ich habe etwas zu erledigen. Du musst jetzt wirklich gehen? Wir werden uns gleich zurückverwandeln. Aber wir sehen uns bald wieder. Keine Sorge. Marinette! 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 Puh, sind wir außer Gefahr? Ist es vorbei? Oh, Marinette! Ja, keine Sorge, jetzt ist alles in Ordnung. Gut, durch diese ganze akkumatisierte Superschurkensache ist es spät geworden. Ich muss los. Außerdem muss ich was nähen und Aufkleber aufkleben. Bis bald, Leute! Und? Hast du herausgefunden, was du für Marinette fühlst? Ja, ich glaube, ich bin verliebt. Nein, Tiki, es ist eine Katastrophe. Ich bin dabei, mich zu verlieben.